zum Abschießen. Nice. So, also. Der Leichnam da. Wo? Ich sehe nur Ratten. Okay. Das ist wieder so eine Schiene, die man eh nicht benutzen kann, schätze ich. Gut, runter. Das müssen Sebastians Überreste sein. Aber was ist mit ihm passiert? Interessant. Lord Priest starb er als Letzter. Hätte sich erschossen, als die Hoffnung schwand. In Wahrheit schlug ihm jemand den Schädel mit einer Hacke ein. Es war kein romantischer Suizid, sondern eiskalter Mord. Außerdem gibt es hier keine Geisterkette. Und hier wieder dieses Zeichen. Keine Geisterkette. Warum ist er da nicht verblichen und wie alle anderen zu einem Schemen geworden? Sebastian hat Helen einen Bären aufgebunden. Seine markante Brustverletzung war ein Teil der Geschichte. Das war alles nur eine Lüge. Ich zweifle langsam am Geist des Lieutenants. Er könnte ein Abbild von Sebastian sein, um zu Helen zu gelangen. Vielleicht auch zu Pennington. Kein Schemen. Etwas Höheres. Aber was? Und weshalb? Ach so, das ist gar nicht Sebastian. Sebastian ist eine Puppe. Ausgestopft mit gestohlenen Erinnerungen. Geschaffen von dem, was hier unten lauert. Helen verlässt sich ganz auf ihren Ehemann. Die Wahrheit könnte sie ins Verderben stürzen. Helen, hin oder her. Zuerst müssen wir den Puppenmacher finden. Wir haben gar nicht mit Sebastian geredet. Das war nur, dass die Kreatur, das Wesen hat sich sein Abbild besorgt, um an Helen heranzukommen. Natürlich will sie mit ihrem verstorbenen Mann reden und ihm alles abkaufen. Aber ihm wurde der Schädel eingeschlagen und nicht... Und er ist nicht durch deinen Schuss in die Brust gestorben. Also Sebastian ist nicht mehr. Er ist aufgestiegen, abgetaucht, wahrscheinlich in der Hölle. Oder sein Schemen, der ziellos umherirrt. Aber eins ist klar, wir haben nicht mit ihm, mit seinem Geist geredet. Das ist jemand anderes. Oder etwas, besser gesagt, etwas anderes. Sebastian Priest geist eine leere Hülle, doch es ist nicht klar, wer oder was sie erschaffen hat und nach wie vor manipuliert. Ein mächtiges Wesen manipuliert Helen durch ihren geliebten Gatten. So. Okay, alles klar. Weiter. Wir müssen das herausfinden. Das hat auch wieder mit Deborah zu tun, wahrscheinlich am Schluss. Aha. Das war lauter als bisher. Voll gruselig, ey, diese Stimmen. Ganz mit der Ruhe, mein Alter. Weich aus, wenn du kannst. Wir werden bald hier raus sein. Wir beide. Mein inneres Kind hätte mich gern nah bei sich.
Was soll denn das jetzt bedeuten? Mein inneres Kind, was? Okay. Vielleicht hat er einen Witz gemacht, den ich nicht verstanden habe. So, jetzt wieder eine Lore. Aber Pennington trägt ja auch eine Mitchell. Sebastian hat in seinem Auftrag gehandelt. Was die Lore ist für dieses kleine Kistchen, sonst nichts, echt. Ja, wobei die Schienen gehen noch weiter. Nein. Aber wofür habe ich jetzt die Kette da hinten zertrennt? Ich weiß es nicht. Hier kann ich eh nicht drehen. Ach ja, weil der... Okay, alles klar. Weil der Aufzug eh schon unten ist. Ah, es geht nach unten. Ich dachte, es geht nach oben. Alles klar. Also noch tiefer nach unten. Ich glaube, ich bin bald beim Erdkern. Ich weiß, der Gestank ist schon längst verflogen. Aber ich könnte schwören, dass ich ihn immer noch rieche. Alter, das geht immer weiter nach unten. Ist ja krass. Spektralketten. So, jetzt bin ich aber ganz nahe dran. Es müsste jetzt eigentlich... Mehr. Ja, ja. Kann ja nicht mehr so weit gehen. Das ist passabel, wenn ich mal die Füße hochlegen will. Die Worte eines Geistes könnten hier nachhallen. Man hat mich hier zum Verrotten zurückgelassen. Aber den Gefallen tue ich Ihnen nicht. Also hier unten war sozusagen das Massengrab, oder wie? Was klingt hier immer so? Die Ketten da hinten? Ich werde mich kurz ausruhen.
Ich begreife nicht, was das immer ist, dieses Geräusch. Hallo, verdorbenes Unkraut. Okay. Ach Gott. Also eins ist dort. Wo sind denn die anderen? Eins ist da oben. Diese Ketten. Ein Echo, glaube ich. Da ist auch noch eins. Ach du Schande, okay. Wie mache ich denn das jetzt am besten? Okay, aber es ist möglich. Warte. Ah, so nicht. Hä? Zusammenarbeit. Weiter geht's. Verschlossen. Wir brauchen einen Schlüssel. Schade. Mal schauen, wo wir den kriegen. Diese Ketten machen mich total kirre. Ja, und jetzt? Scheiße, ist eine Sackgasse. Mist. Schlüssel, Schlüssel, Schlüssel. Ah, hier geht's weiter. Okay. Ja, aber hier ist auch nichts. Schon gar kein Schlüssel. Okay. Dann vielleicht unten. Vielleicht haben die Wurzeln noch was freigelegt. Ein Echo aus der Vergangenheit schwirrt herum. Nähert ihr endlich mehr Spuren?
Was bist du? Du? Nein. Nein! Was sich hier auch herumtreibt, Pennington verleiht ihm Leben. Noch ein Geist, der die Wut niederer Schemen für seine Zwecke ausnutzt. Hier geht es um die Qualen der Deborah Comenius. Ja. Und die Schuld der Menschen von Juiden. Was ist das für ein Riesenvieh? Krass. So, wir haben es, glaube ich, jetzt dann gleich gelöst, das Ganze. Pennington. Die wahnsinnig gewordene Kreatur, die tief unten in den Minen angekettet ist, fordert den Captain auf, sie zu befreien. Der Puppenspieler hat etwas mit einem alten Opfer von Pennington Skrupellosigkeit zu tun. Der Puppenspieler. Ein cooler Name. Der sieht riesig aus, ne? Riesige Hände hat der Typ. Aber diese Ketten sind jetzt wieder fest, ne? Die lassen sich nicht so einfach lösen wie vorhin. Wir müssen ihn einfach irgendwie befreien, habe ich das Gefühl. Oder töten. Also nicht töten, aber einfach verbannen. Wahrscheinlich hat er diese Minenarbeiter krank gemacht. Okay, wir sind da. Kannst du ihn sehen? Noch nicht. Was passiert, wenn wir es tun? Ihr seid Deborah, nicht wahr? Pennington hat euch verhaften und in Ketten legen lassen. Arme Deborah, eine gewohnte Puppe, weggestellt auf der Essen in der Finsternisse. Sie hat den Schmerz überfallen. Wenn wir es tun, sprecht ihr dann mit uns? Alter, wie grausam. Launen ist vorbei, wie? Okay. Achtung! Meine Angriffe nützen nichts. Ich kann die schwächeren Glieder sehen. Aber soll ich sie befreien? So knapp. Der letzte Angriff hat die Ketten in Mitleidenschaft gezogen. Befreie sie.
Über dir. Die Decke stürzt ein. Verdammt! Sie greift alles an, was dir im Weg steht. Alles gut, Dante, ja. Schlechtes Timing. Mist. Hä? Warum geht's nicht? Das ist aber ein heftiger Gegner, ne? Das ist sie nicht. Ja, hab ich mir gedacht. Zum Teufel ist sie. Ah, ich finde sie schon. Hab dich. Solange ich Hantea bin, nehme ich ja keinen Schaden. Böse, böse Hexe. Okay. Noch einmal. Wo bist du hin? Na los, kommt schon, ich besieg euch alle. Fiantea!
Nein. Hä? Ich hab das Timing noch nicht so ganz drauf irgendwie. Aber ist egal. Ach so, es hat immer mit ihr zu tun, nicht mit mir. So knapp. Kacke. Noch einmal. Mach's gut, Puppenspieler. Es ist vorbei. Geht in Frieden. Nein, es muss aufhören und ihr müsst es beenden. Wessen Worte? Penningtons? Eines widerwärtigen Menschen. Was für eine krasse Kreatur das ist, oder wenn war? Wenn die unerträgliche Stille zur finsteren Nacht wird, wird die leiseste Stimme als der Anbruch eines neuen Morgens gefeiert. Deborah. Der Puppenspieler. Ich will nie wieder eine Miene von innen sehen. Können wir jetzt hier raus? Deborahs Fesseln. Können wir damit jetzt dem Albtraum bald mal gegenübertreten? Weil der Albtraum ist ja Deborah, oder? Und all diese Kreaturen, die wir jetzt in... Also es waren ja... Es war doch dieser Geisel dort mit Fixkin. Das war auch Deborahs Geist. Dann war das mit Fairfax. Das war auch, hat auch mit Deborah zu tun, diese kranke, dieses rote Glibberzeugs. Und jetzt mit Pennington, diese üble Kreatur, die auch wieder Deborah darstellen soll, weil sie gefangen war. Und auch hier hat sie wieder die Menschen in der Mine krank gemacht. Das ist Penningtons Schuld. Pennington, Fairfax, Fixkin, diese drei Personen sind dafür verantwortlich, dass dieser Albtraum geboren wurde. Ich meine, das hier... Ist so krass, oder? Ich mag dieses Design.
Ich habe jetzt gedacht, es kommt wieder nur so eine Geisel, aber mit so einem Riesenteil ist jetzt nie gerechnet. War aber cool. Und auch, dass man nicht frontal dagegen kämpfen musste, sondern einfach die Ketten zerschießen musste, fand ich nice. Krass. Cool. Ja, und jetzt müssen wir natürlich mit ein paar Leuten reden. Totenkopf, 49. 57, naja. Ich habe schon ziemlich gute Sachen. Dreifach. Oh, Dreifachschutz. Na gut, der ist aber... Er ist auch auf Level 5 tatsächlich, aber ist besser. Weil ich ihn noch verbessern könnte sogar. Sehr gut. Was habe ich denn überhaupt neu gekriegt? Hier, oder? Metamorphose, 8 Geisterpunkt gewinnen, 11. Ist aber noch eine Stufe darunter, 23, 33. Ja, gut, okay. Müsste man anschauen, wie stark der wird. Gewehr kann ich auch updaten mittlerweile. Das neue Eisenspeer. Alter, Gewehrschaden 44. Und ich kann es noch verbessern. Nice. Ja, da muss ich zum Lager, ne? Ein paar Sachen verbessern. Das und das, wenn das überhaupt geht. Ah, warte. Die Anführer. Der Puppenspieler. Dieser gewaltige Schemen ist ein Avatar der Rache, der jahrelang an die Dunkelheit gekettet und in den Wahnsinn getrieben wurde. Schwere Ketten, rostiges Eisen und verwesendes Fleisch werden von einer berechnenden Boshaftigkeit getrieben, die nur ein Ziel kennt, endlich frei zu sein. Alter, wenn die frei gewesen wäre, oh Gott. Die Schemen in der Mine sind Hüllen, die von einem Puppenspieler kontrolliert werden. Das Wesen in den Minen ist ein Puppenspieler, der einen Groll gegen Pennington hegt. Ja. Also Helen hat gar keine Schuld. Pennington hat Schuld. Zum einen hat er Sebastian dazu getrieben, das hier alles zu veranstalten. Und zum anderen... Wie geht das Sprichwort? Ein Puppenspieler. Die vielen Toten auf unserem Weg wurden alle von seiner Pein kontrolliert. Ganz besonders Sebastian. Den Bergarbeitern widerfuhr Unrecht, aber Pennington ließ Deborah verrotten. Das ist die Ursache. Ja. Also, was nun? Helen ist nicht kompromittiert, es ist Penningtons Schuld. Pennington hat Deborah eingesperrt, um ihr Leben bettelnd. Nach ihrem Tode ignorierte er sie. Eine Schande für uns alle. Aber Helen Priest ist einem betrügerischen Geist hörig. Ihr ist ebenso wenig zu vertrauen. Am Ende müssen wir uns jedoch für eine Seite entscheiden. Naja, mit Helen kann man ja reden. Ich meine, es ist auch nicht einfach, wenn plötzlich der Mann, der tot ist, wieder auftaucht. Weißt du, was ich meine? Also eigentlich für mich... Weißt du, dieses ganze Zeugs hat sowieso mit Pennington zu tun. Ich hab's ja gesagt, Pennington, Fairfax und Fixkin. Die haben alle Mitschuld an diesem grausamen Verbrechen an Deborah und haben schlussendlich, wenn man es ernsthaft wirklich so sagt, haben sie das hier alles zu verantworten. Weil sie haben den Albtraum geboren. Und niemand anderes hat das getan. Die drei. Okay. Jetzt auch wieder heftig. War ja auch wieder eine coole Mission. Die Hauptstory, die Hauptmissionen sind echt cool. Ich mag auch die ganze Geschichte mit dieser Deborah irgendwie. Ich finde das ist sehr spannend. Nur der Rausch nach einem Kampf. Geht vorbei. Du denkst an Sebastian, richtig? Du weißt, dass ich bin, nicht wahr? Dass ich keine Puppe bin. Ja. Bist du dir sicher? Ja. Auch wenn mein Kopf widerspricht, tief in meinem Herzen bin ich mir sicher. Natürlich, stimmt. Das könnte natürlich auch sein. Aber
Müsste Sebastian jetzt nicht weg sein, wenn der Puppenspieler tot ist? Ich meine, er wurde ja durch sie gelenkt. Oder ihn, keine Ahnung. Es. So, wir haben den Aufzug, der ganz nach oben geht. Das ist sehr gut. Dann kann ich mir den langen Fußmarsch sparen. Frische Luft. Endlich. Du hast dich da unten wacker geschlagen, junger Lehrling. Danke, Meister. Ah, jetzt bin ich hier, siehst du? Da, wo ich nicht reingekommen bin, glaube ich, oder? Oder bin ich woanders? Ich weiß es gerade nicht. Ich glaube, ich bin woanders. So, ich höre da was, deswegen würde ich jetzt hier einen Cut machen. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder bei Banishers Ghosts of New Eden.